Das ist wirklich unglaublich, das glaubt einem kein Mensch. Jetzt habe ich ein Formular gefunden, wo ich quasi eingeben kann, dass mir die Bordkarte fehlt und so weiter bei Opodo. Habe das jetzt ausgefüllt, habe dann auch die Bestätigung bekommen, dass das soweit geklärt wurde. Und jetzt habe ich wieder eine automatische Nachricht bekommen, dass meine Stornierungsfrage direkt an der Airline gestellt werden soll. Ich will doch nicht stornieren, ich will einfach nur einchecken. Morgen, der Tag der Tage. Ich bereite mich jetzt vor, fahre heute nach Frankfurt und morgen früh fliege ich nach Cancun. Und ich habe mit Eurowings Discovery dieses Mal gebucht. Und ich muss sagen, diese Fluggesellschaft oder diese Buchung, die macht mich fertig. Zuerst fand ich es schon mal ganz komisch, dass ich keine Buchungsnummer oder nee, keine Passnummer eingeben musste. Ständig heißt es bei Opodo, habe ich es zwar bestätigt bekommen, darüber habe ich gebucht, aber es heißt immer, Check-in ist nicht möglich, das muss ich bei der Airline machen. Und bei der Airline zeigt es ständig Fehlermeldungen an. Jetzt steht da aber halt, man kann erst einchecken, 23 Stunden vor Buchung. Jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann funktioniert. Allerdings, also das ist jetzt noch eine halbe Stunde, da schauen wir jetzt mal. Allerdings kann auch der Buchungscode und alles nirgendwo aufgerufen werden, wo ich halt auch schon komisch finde, weil zumindest das müsste ja gehen. Also ich habe wirklich Schiss und Bedenken, und bin richtig angespannt. Deshalb drückt mir die Daumen, dass ich morgen wirklich fliegen kann und dass das alles funktioniert. Ja, 22.10., 23,5 Stunden bevor ich fliegen sollte. Es funktioniert nichts. Ich komme nirgendwo mit meiner Buchungsnummer rein. Ich warte jetzt mal ab, bis die 23 Stunden vorher sind und probiere es dann nochmal. Aber es ist wirklich komisch. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mein Onboard-Ticket gebucht. Das braucht man ja für die Einreise nach Mexiko. Also man braucht auch ein Rückflugticket. Ich mache das immer mit Onboard. Genau, das sieht dann so aus, ne? Wie ein normales Ticket. Verfällt nach 48 Stunden immer wieder. Deshalb konnte ich es jetzt erst heute Morgen machen. Das ist also alles geregelt. Jetzt geht es nur noch darum, dass ich morgen wirklich fliegen kann. Bin gespannt. Das ist wirklich unglaublich, das glaubt einem kein Mensch. Jetzt habe ich ein Formular gefunden, wo ich quasi eingeben kann, dass mir die Bordkarte fehlt und so weiter bei Opodo. Habe das jetzt ausgefüllt, habe dann auch die Bestätigung bekommen, dass das soweit geklärt wurde. Und jetzt habe ich wieder eine automatische Nachricht bekommen, dass meine Stornierungsfrage direkt an der Airline gestellt werden soll. Ich will doch nicht stornieren, ich will einfach nur einchecken. Ah, ich sag's euch eh. Jetzt habe ich gerade noch mal eine Info bekommen, dass irgendwie die Verbindung zum Chat getrennt wurde. Also das ist was. Also ich muss, glaube ich, jetzt nachher wirklich, wenn ich am, ich fahre jetzt 4 Stunden nach Frankfurt an Flughafen und muss jetzt nachher, glaube ich, wirklich mich heute Abend noch darum kümmern, dass morgen alles klar geht und ich fliegen kann. Also Buchung über Opodo, Fluggesellschaft, Eurowings Discovery. Bis jetzt kann ich es nicht empfehlen. Ihr Lieben, nochmal ich. Ich dachte einfach, ich nehme euch so ein bisschen authentisch mit, ne? Weil man sieht ja bei so Reiseleuten immer nur das Positive, wie sie an schönen Orten sind. Aber gerade als Alleinreisende hat man manchmal einfach so krasse Herausforderungen, weil man da einfach niemanden hat, mit dem man irgendwie was doppelt checken kann. Man ist komplett auf sich alleine gestellt. Man muss sich darauf verlassen, dass alles funktioniert. Und das ist manchmal ganz schön aufregend. Vor allem für mich mit meiner Panikvergangenheit, ist es schon immer wieder eine Herausforderung, ruhig zu bleiben, vertrauen, dass alles klappt und alles funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt endlich geschafft, in den Chat zu kommen mit einer Person und nicht nur mit einer Automation. Und anscheinend fliege ich jetzt doch nicht mit Eurowings Discovery, obwohl es eingegeben ist. Ausgeführt wird es der Flug von Citizen Plane. Ich habe noch nie von dieser Fluggesellschaft gehört. Ich werde euch da auf jeden Fall in einem separaten Video mal ein bisschen darüber zeigen, wie das denn so war, mit denen zu fliegen. Bin mal gespannt. Und Check-in geht auf jeden Fall nur am Flughafen, 2 Stunden vorm Flug. Genau, also alles geklärt. Ich bin beruhigter. Jetzt kann ich nachher nach Frankfurt fliegen. Ich hoffe übrigens, dass ich alles dabei habe, weil die letzten Tage bin ich einfach so im Stress gewesen. Ich habe auch die Vorfreude gar nicht so gespürt, weil ich einfach so viel noch am Machen war irgendwie die ganze Zeit. Also ich fühle mich gerade so ein bisschen so, als ob ich irgendwie jetzt monatelang weggehe und eigentlich gar nicht vorbereitet bin. Und eigentlich ist es genau auch der Fakt. Also es wird noch spannend werden mit mir. Ihr könnt euch auf wie nennt man das bei YouTube? Oh Gott, mein Kopf. Witzige Vlogs freuen. Vamos a la Frankfurt. Ihr wisst ja, dass ich Mexiko liebe und mich in Mexiko auch eigentlich immer recht sicher fühle. Oder ich fühle mich sicher. Aber was Diebstähle angeht, habe ich da schon vieles miterlebt. Deshalb kommt jetzt mein Laptop in einer extra Hülle hier hinten rein. Damit man zumindest nicht ganz vor allem am Anfang sieht, dass sein Laptop drin ist. Und ich mache noch Tempos und so vorne rein, damit, wenn jemand den Reißverschluss aufmacht, dass das rausfliegt und ich das merke. Ich hoffe, dieser Plan geht auf und hilft mir, dass nichts geklaut wird. Es ist immer komisch, Tschüss zu sagen, aber irgendwie für mich mittlerweile auch Gewohnheit und ein bisschen Alltag. Es ist zwar immer ein komisches Gefühl, aber nicht negativ komisch.
Mein Hotelzimmer heute. Richtig cool. Ich habe mir auf jeden Fall einen Weckruf bestellt morgen, weil ich gehe schon um 6:30. Lasse ich mich mit dem Shuttle abholen. Ist eigentlich ein bisschen früh. Ich fliege erst um 10, aber nach dem Flughaus die ganzen letzten Ta Zeit immer gehe ich lieber auf Nummer sicher. Genau. Aber echt schönes Zimmer. Gefällt mir. Ich chill jetzt hier gerade schon in meinem Hotel. Also ich muss sagen, fühle ich mich echt wohl. Ist ein sehr, sehr schönes Zimmer, habe ich euch ja vorher schon ein bisschen gezeigt. Habe übrigens während der Fahrt hierher jetzt dann doch noch eine Nachricht bekommen von Ferienconcierge. Ich arbeite ganz oft mit denen zusammen, gerade auch in der Corona-Zeit haben die mir ne, sich um Rückerstattung für mich gekümmert, um die Einreisebestimmungen und so weiter. Und die haben jetzt, ich hatte sie eigentlich jetzt da gar nicht explizit irgendwie, also wir sind halt gut befreundet, ne, und jetzt hat sie mir die Bordkarte geschickt. Jetzt ging das irgendwie doch vorher onzuboarden, einzuchecken, obwohl die mir im Chat gesagt haben, das geht nur am Flughafen. Also jetzt checke ich gar nichts mehr. Ich bin echt gespannt, wie ich da morgen im Flugzeug sitze. Aber jetzt habe ich zumindest einen Sitzplatz. Ich bin eingecheckt. Ich habe einen QR-Code. Also eigentlich müsste das jetzt ja passen. Ich habe nämlich auf der Fahrt hierhin richtig schlechte Bewertungen gelesen über dieses Citizen Plan, mit dem ich jetzt ja anscheinend geflogen bin. Man bucht über Ubodo, denkt, man fliegt mit Eurowings, Discovery. Und in Wirklichkeit ist aber der Operator dieses Citizen Plan und der Plane, wie auch immer. Und da habe ich richtig negative Sachen gelesen. Das ist anscheinend ganz oft vorkommen, dass dann irgendwie geheißen hat, die Reservierung ist nicht da oder. Ich meine, jetzt habe ich einen Sitzplatz, ne? Dann kann es eigentlich bei mir hoffentlich nicht mehr passieren. Aber ja, also ich bin sehr gespannt auf diesen Flug. Vielleicht mache ich da noch ein extra Video, wie es denn jetzt so mit dieser Airline und alles ist. Jetzt chill ich hier noch ein bisschen. Genau, und morgen werde ich einfach schon um 6:30 Uhr abgeholt. Ich fliege zwar erst um 10, aber irgendwie bin ich so ein Sicherheitsmensch beim Fliegen, keine Ahnung. Vor allem, wenn jetzt also hier immer so Chaos war im Sommer und jetzt sind wieder Herbstferien, dann noch das mit dieser komischen Gesellschaft, wo irgendwie alles nicht so richtig klappt. Jetzt lasse ich mich halt echt. Und auf der Ding stand auch 2,5 Stunden vorher soll man da sein und jetzt bin ich dann halt fast 3 Stunden vorher da, aber ich bin da irgendwie so ein Sicherheitsmensch. Ich gehe da irgendwie immer lieber auf Nummer sicher, ne? 23. Oktober, ein mega müdes Guten Morgen um 6 Uhr. Wieso stehe ich so früh auf? Ich frage mich das wirklich. Ich hoffe, das bringt was und es sind wenigstens keine lange Warteschlangen an der am Flughafen und komme alles gut durch. Dann hat sich's früh aufstehen wenigstens gelohnt. Aber ich bin echt müde, wie ich auch nicht verbergen kann. Und ja, jetzt geht's los nach Mexiko. Also das nächste Hotelzimmer, von dem ich mich melde, sollte dann Cancun sein. Ich bin gespannt. Der Flug war echt angenehm, außer dass ich leider den Fehler gemacht habe, meinen Fensterplatz zu tauschen gegen einen Gangplatz, weil die Frau am Schalter gesagt hat, dann habe ich die komplette Reihe für mich. Am Anfang war das so ungefähr für 10 Sekunden und dann kamen Leute. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber ansonsten war es ein guter Flug, ein paar kleinere Turbulenzen, aber nichts Schlimmeres. Und ja, dann sind wir schon relativ bald gefühlt in Cancun angekommen. Schönes Hotelzimmer. Zwar auf den ersten Blick ein bisschen kahl, weil der Raum sehr, sehr groß ist, aber wirklich sehr schön. Also mit viel Stauraum. Und Trinken steht parat, das Bett ist riesig. Und was ganz toll sein soll, ist der Rooftop mit einer Bar und einem Pool. Und genau da gehe ich jetzt nämlich hin. Ha.